Ich bin der edle Ritter Gerin von Kebelberg, Burgherr der Burg Grafenstein. Hi. Du bist nicht von hier, kann das sein? Just verstehe ich nicht, was hier abgeht. Wow, hier geht eine Menge ab. Komm mal mit. Voran, edles Tier. Ich folge euch stehenden Fußes. Also Schönberg-Köbelberg hat sich seit einer Zeit stark verändert. Es ist aufgrund seiner zentralen Lage zum Nahversorgungs- und Dienstleistungszentrum herangewachsen. Ständig wird hier irgendwas gebaut, renoviert oder verändert. Den Blick nach vorne gerichtet wird dem Tourismus die Vergangenheit auf einem einzigartigen Wanderweg erlebbar gemacht. Der Weg trägt übrigens deinen Namen. Es gibt einen Ritter-Gerin-Weg. Unter anderem ja und den Kirchenland-Diamantschleifer-Wanderweg. Oha. Am Oberstausee gibt es ein breites Freizeitangebot. Und einmal im Jahr wird hier eines der größten Feste der Region gefeiert, das Seefest. Am anderen Ende des Ortes entsteht ein neues Gewerbegebiet. Für 18 Euro je erschlossenen Quadratmeter können Firmen hier einen Bauplatz erwerben. Das Gewerbegebiet hätte günstiger nicht gelegt werden können. Bis zur Autobahn A6 sind es nur 5 Kilometer. 18 Euro pro Quadratmeter. Oha! Das Gewerbe boomt neuerdings nicht nur vorm Ort, sondern auch an vielerlei Stellen im Ort. So gibt es Banken, Discounter, Fachmärkte, Lebensmittelmärkte, Ärzte, eine riesige Autoverwertung mit über 1000 Autos, einen Baustoffhandel und. Allgemein ist Schönberg-Köbelberg sehr gut in das Verkehrsnetz eingebunden. Eben über die Autobahn A6, Mannheim-Saarbrücken und die A62 Trier-Pirmasens, über den Flughafen Zweibrücken und über den Bahnhof Homburg. Das Schulwesen kommt natürlich auch nicht zu kurz. Diverse Kindertagesstätten, eine Grund- sowie eine integrierte Gesamtschule bereiten die Kinder für ihren weiteren Lebensweg vor. Zudem gibt es im Umkreis der Verbandsgemeinde eine Vielzahl an weiterführenden Schulen. So zum Beispiel Fachhochschulen Kaiserslautern und Zweibrücken und berufsbildende Schulen in Homburg. Und last but not least ist der Schönberger Marktplatz vor kurzem neu angelegt worden. Direkt gegenüber des kürzlich renovierten Rathauses. Sitz des Bürgermeisters Karl-Heinz Schon und dem Ortsbürgermeister Josef Weiß. Jetzt werden nur noch Firmen gesucht, die sich im neuen Gewerbegebiet ansiedeln und die Arbeitsplätze und einen überregionalen Bezug nachweisen können. Ich glaube, für 18 Euro pro Meter auf Meter werden sich schnell welche finden lassen. Und die fabelhafte Verkehrsanbindung ist auch nicht zu vergessen. Wahre Worte. Ich muss jetzt aber wieder nach Hause. Ich darf normalerweise hier nicht so rumlaufen. Tu dies, edles Tier. Ich werde mich derweil noch etwas umsehen. Jupp, bis dann. Und pass auf die Autos auf. Verdammte pferdelose Kutschen. Hat es zu meiner Zeit nicht gegeben.